General Reggie Paxton ist der nächste und damit letzte Name auf der Claw-Liste. Und dem werden wir jetzt einmal zu Hause einen Besuch abstatten. Wir sind hier bereits in Liberty. Im Südwesten von Liberty, um genau zu sein. An seinem Haus. Wo scheinbar auch ein paar Sentinel rumgurken. Gehen wir mal ein bisschen vorsichtig vor. Er hat es wieder getan, oder? Ich will nicht darüber reden. Hör mal, er wird immer aufdringlicher zu mir. Und ich sehe doch, dass er es bei dir auch versucht. Ich lasse nicht zu, dass es nochmal passiert. Ich bin nicht nach Aurora gekommen, um mich so behandeln zu lassen. Ich brauche nur einen Plan, wie ich hier wegkomme. Du bist nicht allein. Wenn du gehst, komme ich mit dir. Ich hoffe, ich störe nicht bei der Arbeit. Die kann warten. Wer sind Sie und was wollen Sie hier? Ich heiße Nomad. Ich habe ein paar Fragen an General Paxton. Na, klasse. Hat der alte Mann sich etwa Ärger mit Sentinel eingehandelt? Ich bin nicht von Sentinel, aber hier passieren ein paar verdächtige Dinge. Ich will nur wissen, ob er etwas damit zu tun hat. Um die Uhrzeit schnappt sich der Alte meistens seine Angel und geht spazieren. Zu einem Wasserloch irgendwo in der Gegend, aber er hat noch nie was gefangen. Ich glaube, er ist kein guter Angler. Ach ja? Wo finde ich seinen Angelplatz? Darüber redet er nicht. Aber vielleicht hat er Fotos davon in seinem Büro. Sehen Sie sich ruhig mal um. Das mache ich. Danke. Also mein erster Verdacht wäre ja nicht, dass er ein schlechter Angler ist, sondern dass er ja gar nicht in Wahrheit angeln geht. Da haben wir ein Foto. Meet me here, Seal Islands. Schauen wir uns nochmal genau an, das Foto. Meet me here. Ich weiß, glaube ich, ungefähr, wo das ist. LF. LF ist nicht Paxton. Lomax Farrow? Nein. Hier haben wir noch eins, wo er tatsächlich angelt. Nun. Dann gehen wir doch mal schauen. Haben wir hier zufällig einen Heli? Da findet man sicher dicke Brocken. Ja, allerdings hat er noch nie was gefangen, also angelt er da nicht ernsthaft. Ja, hier auch gesichert. 4 Kilometer, dafür hätte ich wirklich gerne einen Heli. Gibt's hier einen? Sieht auf den ersten Blick nicht so aus. Negativ, kein Heli. Dann habe ich aber am Strand ein Boot gesehen. Das können wir auch nehmen. Nehmen wir das Boot. Oh, da ist ein Heli. Sieh mal einer an. Wenn man sich auf das konzentriert, was man hat, anstatt auf das, was man nicht hat, fällt einem manchmal auch das, was man dachte, dass man nicht hat, in die Hände. Sehr schön. Team, aufsitzen. Nein! Verdammt. Team, zu mir. Zu meiner Position. Verstanden. Sind fast da. Ich starte schon mal den Motor. Ab geht's. Da sind wir an der Höhle. Ja,
und der Heli hat vielleicht spontan die Farbe gewechselt, weil ich vielleicht, während ich mit der Alt-Taste nach hinten geguckt habe, F4 gedrückt habe, um den Fotomodus zu aktivieren. Vielleicht. Es sind nur Gerüchte, dass das passiert ist, aber ja, ich sag's nur. So, schauen wir mal hier. Ja, Feind im Innern. Sind welche in der Nähe? Okay, ich sehe niemanden. Nur eine alte Piratenkiste. Dann aktivieren wir mal die Nachtsicht. Was ist das für ein... Nomad? Interessant. Interessanter Bug. Gott, ich werde vor Freude tanzen, wenn wir aus diesem Loch raus sind. Okay, hier brauchen wir keine Nachtsicht. Es war ja in Ordnung, sich hier vor Operation Citadel zu verstecken. Aber jetzt? Die Kaserne war aus gutem Grund verlassen. Das ist jetzt unsere Insel. Ich wüsste nicht, warum wir wieder so leben sollten. Einer weniger. Ich nehme den zweiten. Und geschafft. Okay. Ja, bei mir ist alles sauber. Hier ist auch niemand zu sehen. Da ist einer. Okay, hier haben wir noch ein paar. Ja, alles perfekt ruhig hier. Ich könnte jetzt in meiner Hütte sitzen, fernsehen. Als ob du irgendwas machen würdest, wenn du jemanden findest. Ist nichts zu melden. Ich weiß nicht, wie der mich so sehen konnte, aber hey. Hier haben wir noch ein paar Infos. Nehmen wir gerade mal mit. Das sind sogar Missionsinfos. Vorfallsbericht. Okay, es wurde wohl ein Techniker totgeschlagen, so wie es sich angehört hat. Niemand wäre so dumm, sich hier zu verstecken. Hast du auch manchmal so einen nervigen Ohrwurm? Ich habe neulich einen Freund im Hauptquartier gesprochen. Ich hatte schon viele beschissene Aufgaben, aber das? Mein Rücken bringt mich um. Feuer auf mein Kommando. Hier bewegt sich gar nichts. Ja, hier ist auch alles sauber. Halt! Feindeinheit! Aufgepasst. Ich weiß nicht, was da jetzt so viel geblinkt hat. Warum die mich immer kurz entdeckt haben, aber hey. Anscheinend lügt jemand, was seine Angelausflüge angeht. Aber wieso? Habe ich ja gesagt. Okay, da geht's nicht rein. Schauen wir mal, wie es da oben aussieht. Ist eine Kiste. Da ist eine Luke. Und das sieht doch vielversprechend aus. Haben wir einen Schützen. Ansonsten nichts. Sonst niemanden. Sehr gut. Dann gehen wir mal da hoch. Komme ich hier hoch überhaupt? Ja? Ja, perfekt. Kiste nehmen wir gerade mit. Und da ist mir just in dem Moment die Festplatte vollgelaufen. Ist schon öfters passiert. Was soll ich denn jetzt da unten machen? Warum soll ich jetzt wieder darunter? Was soll das? Und jetzt soll ich wieder hoch, oder wie? Ja. Seitdem ich auf SSD aufnehme, ist mir das schon öfters passiert. Aber der höhere Datendurchsatz ist es mir wert. Nur die Ruhe. Ruhig bleiben, verdammt. Ach, Mann. Hey. Oh. Haben Sie eine Idee, wie ich an diesen Ort komme? Dass die Gegner... Danke.
auch darauf reagieren, wenn die Zivilisten aufgeschreckt werden. So. Wagen wir hier mal einen kleinen Blick. Er sitzt einfach ganz gechillt da. Da war hier drei Gegner direkt im Sichtfeld. Drohnen. Okay. Na gut, dann gehen wir mal schauen. Ich habe da unten jemanden schniefen gehört. Wir müssen da runter. Zur Tür. Da hinten ist jemand drin. Ist der bewaffnet? Sieht so aus, ne? Jetzt ist er nicht mehr bewaffnet. In meinem Gebiet ist okay, schön vorsichtig. Hier ist nichts zu sehen. Bewegt sich auch nichts. Dass nichts zu sehen ist, heißt nicht, dass nichts da ist. Wir werden nichts finden. Oh, Laser. Manchmal so einen nervigen Ohrwurm. Was? Ja, hier ist auch alles sauber. Hallo. Volltreffer, Baby. Da drüben saß noch einer, ne? Ja, ja. Hier sieht's genauso aus. Genau, jetzt sieht's genauso aus. Okay, gut. Ja, dann lassen wir mal. Ich bereue es nicht. Verdammt. Ach, verdammt. Was haben wir denn hier? Sicherheitswarnung. Sicherheitswarnung auf Bildschirmen des Labors warnt alle Mitarbeiter des Bereich B, während des Drohnentests abgeriegelt ist. Alle Drohnentests müssen unterbrochen werden, um die Abriegelung aufzuheben. Oh. Okay. Also doch nicht einfach durchschleichen. So, Drohnen. Hier aufpassen, dass wir da nicht in die Laser kommen. Dort und da hinten noch. Okay, das ist dann alles. Gut, das kriegen wir hin. Gott sei Dank sind die Laser hier ziemlich dumm platziert. So, wo ist, da ist er. Alles sauber hier. So, ach, der eine war noch. Pff, toll, da hätte ich auch direkt hingehen können. Egal, jetzt sind wir hier. Nein, sind wir nicht. Wie kommen wir denn da hoch? Da ist eine große Leiter. Wie kommen wir denn da hoch? Tja, Augen öffnen. Da hinten erst die eine. Laser, die sich bewegen. Okay. Alter, was ist das denn? Ist das eine Behemoth? Behemoth-Oberteil, ne? Ich glaube, hier kommen wir schneller durch. Ohne Alarm auszulösen. Alarm! Gott, wie ich diese Drohnen hasse. Da springen wir einfach runter, sind wir auch da. Und die hasse ich auch. Auch wenn sie nichts wirklich machen.
So, alles gut. Dann müsst ihr die Tür sich ja jetzt öffnen lassen. Tut sie aber nicht. Ah, doch. Anscheinend wurden alle Daten von dem Laufwerk hochgeladen. Alles Nötige sollte jetzt da sein. Sehr gut. Das Geld sollte in diesem Moment auf Ihrem Konto eingehen. Danke für Ihre Dienste, General. Ich freue mich auf zukünftige Updates. General Paxton. Schleichen Sie sich nicht so an, Sie erschrecken mich ja zu Tode. Sie sind eine von Pharaohs Leuten, oder? Ich habe gerade das Zeug vom Laufwerk hochgeladen und ihm geschickt. Wir dürften quitt sein. Sie sind armselig. Für wen halten Sie sich eigentlich? Ich hatte 4 Sterne auf der Schulter. Geben Sie nie freiwillig Infos preis, General. Sie haben gerade den Namen Ihres Komplizen verraten. Oh, Scheiße. Sie sind ein Ghost. Hören Sie, was ich getan habe, habe ich getan, um meinem Land zu dienen. Wir brauchen neue Waffentechnologien, um Amerika vor seinen Feinden zu beschützen. Aber dabei haben Sie sich selbst zu einem Feind von Amerika gemacht. Sie haben Ihre Position benutzt, um Verrat zu rechtfertigen. Hören Sie, wenn Sie wüssten, was ich für dieses Land geopfert habe, Sie würden sich in die Hosen pissen! Ich respektiere Ihren Rang, aber Sie muss ich nicht respektieren. Damit muss Schluss sein. Habe ich mich klar ausgedrückt? Gut. Weil ich nur sehr ungern nochmal herkommen würde. Das wäre für uns beide nicht schön. Was hier los? Oh, shit. Oh mein Gott, was ist hier los? Hilfe! Hui, so, einmal Raketen. Oh, komm, hör mal. Brauchen wir keinen Raketenwerfer. Oh, wow. Vasili. Alter, Schwede. Ja, richtiger Drohnenzerstörer. Aber ich bin trotzdem verletzt. Ja, was ich sagen wollte, war das jetzt General Paxton? Denn auf dem Foto, das wir gefunden haben, schauen wir gerade, ob wir uns das hier nochmal anschauen können, da hatte der doch Haare, oder? Nee, er hat nur so ausgesehen, okay. Okay, alles klar, ich hatte nur einen Knick in der Optik. War das alles? Okay, gut. Hat mich nur etwas auf dem kalten Fuß erwischt. Ah, die Tür ist offen. Wie schön. Oh, da kommen noch welche. Ich bin auf dem Weg. Ghosts bei mir sammeln. So, dann schauen wir doch mal. Ich setze den Schalldämpfer mal wieder auf. Hey, hier ist niemand mehr, so wie es aussieht.
Aber wir sind ja auch noch nicht durch. Wo ist das Licht hier? Da unten. Okay, das ist der Ausgang, dann ist da niemand mehr. Gut. Prima. Das war's? Kein Funkspruch? Der Heli ist weg. Die haben mir den Heli geklaut, die Schweine. Ah ne, da ist er doch. Okay, dann geht's in der nächsten Folge. Geht es da schon gegen den Strategen? Ja, der nächste Einsatz ist dann vielleicht schon der letzte von Episode 2. Schauen wir uns dann an. Bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.